Hallihallöchen, ihr freshen Spacken, und willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter. Und der Stein der Weisen. Ich hab den Sabbat. Ich weiß nicht, ob ich das im Schnitt noch nachträglich beheben kann. Es ist mir in der letzten Session auch noch aufgefallen. Wir haben hier komischen Sound. Den haben wir aber selber auch. Den haben wir selber auch. Wir wissen nicht, also Ingame-Sound, wir wissen nicht, wovon das kommt. Könnte am Kabel liegen. In dem Fall kann ich da aber auch nicht viel dran tun. Wenn ich jetzt viel am Kabel bewege, stürzt der PC vielleicht ab. Und wir sind hier in einem Horrorwald, oder was ist das hier eigentlich? Ein Horrorgarten. Mit Elasto-Feldern. Ist das für Elasto? Sag bloß, wir kriegen hier auch diese scheiß Elasto-Zauber. Ich finde den von Grund auf so scheiße. Wirklich, das ist der beschissenste Zauber, den man machen kann. Im ersten Teil, Elasto war doch eigentlich so typisch erst im zweiten Teil, oder nicht? Ja, aber das war ja auch eine andere Version. Wieso guckt er denn nach da? Automatisch. Ach, weil da... Weil der Elasto ist. Den Zauber haben wir aber noch nicht. Da müssen wir erst wieder zu Ollivander gehen. Der Sound passt aber. Oder er passt jetzt an sich wieder. Das könnte natürlich auch so... Da wächst irgendwas in der Luft. Es fliegt. Es fliegt. Genauso wie Harry, wenn er einen Besen hat. Können wir hier durch? Ja. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich war hier noch nie. Säcke. Die liegen ganz faul in der Gegend rum, so wie wir. Faul. Denn sie sind schon alt und faulig. Kesselkuchen. Genau wie diese Kesselkuchen, die Harry jetzt nicht isst. Weil sie faulig sind. Das macht doch Sinn. Das ist für Alohomora. Piu. 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 Jetzt ist er wieder angeekelt von allen. Fischig Spinat. Okay. Du hast bereits zu viele Bohnen. Hier muss irgendwo eine Tür sein. Vielleicht sollte ich es mal mit Lumos versuchen. Lumos! Wie kommt ihr denn darauf, dass da irgendwo Weil das sonst sowas von scheiße arschig versteckt gewesen wäre. Ja, aber trotzdem ist das so unnötig, dass er da sagt... Oh, hier ist bestimmt eine Tür! Und wo geht's dann hin? Reinkriechen. Das möchte ich aber irgendwie noch nicht. Es sei denn, das ist der Weg, aber ich möchte ja erst alles hier gesehen haben, ne? Ja. Na. Hieß das nicht, dass es Hagrids Garten? Weiß ich nicht. Hier kann ich auch reinkriechen. Hier ist so viel Spannendes zu entdecken. Wenn man kriecht. Und Uff sagen kann. Uff. Meine Fresse. Oh, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Teil hier. Ich hab keinen Bock mehr. Ich kletter hier jetzt rein und dann komme ich nie wieder raus. Oh, doch, hier. Hier ist eine Kiste. Das Schöne ist, ich mache ja schon Soundeffekte rein. Habt ihr ja schon gemerkt, die gehen euch wahrscheinlich schon voll auf den Sack. Also mir gehen es beim Schneiden zumindest schon voll auf den Sack. Wolltest du nicht bei den anderen so oder sowas machen? Vielleicht mache ich das ja in Zukunft. Weil die ja nicht golden sind, die anderen Truhen. Mache ich das ab jetzt auch. Also auch bei der einen Truhe, die wir schon hatten, kommt jetzt immer so ein Habt ihr aber schon gehört, deswegen ist das für euch jetzt auch überhaupt keine neue Information. Könntest du auch erst aber ich finde, hier diese ganzen machen. Blumen und so, das ist eigentlich für damalige Zeit, ist das... Und die ich finde an sich die Grafik in diesem Spiel gar nicht mal so scheiße. Kesselkuchen. Wie viel Kesselkuchen? Warum sind die überhaupt in der Truhe drin? Ja, und warum isst der die nicht? Sondern lässt die einfach verschwinden. Kann ich die Kamera bitte? Danke. Es klang irgendwie gerade eben so ein bisschen nach Feuer oder so. Wie viele Bohnen hast du eigentlich? Da ist ein Gnom. Ich hab... Kann ich gar nicht gucken. Nee, doch. nee, doch. So. Eben 50? 50 von 50. Deswegen das heißt, sind die eben auch einfach verschwunden, hab ich mir schon gedacht. Marmelade.
Er sammelt dieselben Bohnen, die er schon mal hatte. Und weiß trotzdem, wie sie schmecken oder wonach. Da liegt noch einer. Wohin? Wohin? Ins Wasser. Wohin? 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 Jo. Was ist da drin? Da ist noch eine Wasserspeier. Bohne. Ich dachte erst, das wäre irgendwie so ein Troll oder so. Alter, meine Augen. Kannst du da... Ich bin gerade voll müde. Kannst du da klettern? Da kannst du... Da müssen die Gnomen rein. In das Arschloch von dem Baum. Der Baum ist, hat voll das Arschloch. Wieso sind die auf einmal heller, sobald die auf dem Boden sind? Damit du erkennst, dass die schon... In das Loch werfen. Ja, damit sie wieder... Ich fülle meine Gnomen auch. Werden. Ich tu mal beim Geschlechtsverkehr auch immer meine Gnomen in das Loch rein. Jetzt mal ehrlich, stell dir vor, Spermien würden aussehen wie Gnomen. Auch so groß, ne? Den hast du ja richtig toll geworfen. Und er ist wieder dunkler geworden. Und er macht nichts. Ist so hell, die sind so hässlich einfach. So klingt das dann auch immer beim Geschlechtsverkehr. Wie so richtige Monster. Alter. Das war dieses ganze, dieses... Naja, das ist ja jetzt irgendwie wieder mehr dieses typische... Ja, wir müssen ja noch ein paar Gameplay-Passagen reinbringen, ne? Machen wir mal so einen komischen, verrückten Garten mit... so Rätseln und so. Aber das gefällt mir persönlich. Es gefällt mir besser jetzt als jetzt woanders, wie wir das auch schon mal hatten, ne? Ist auf jeden Fall besser als bei Harry Potter und kann man das recht so im Game Boy Advance. Ja. Weil da war eigentlich immer nur Laufen und Rumschleichen. Wow. Ist daneben nicht noch so eine Kiste oder so? Ja, aber wie mache ich die auf? Oh. Wenn du ganz am Ende von dem Garten warst, dann kannst du da so ein Feld aktivieren, was dann hier am Anfang wieder diese Truhe aufmacht. Wow. Es würde mich nicht mal überraschen, wenn das wirklich so wäre. Und die Alten verschwinden wieder, ne? Okay. Ja. Ach hier, da musst du lang. Lauter Wasserfall. Schöne Höhle, ne? Leuchtende mit leuchtenden Blumen. Warum sammelt er jetzt die Blumen? Die solltest du hier holen, oder? Ah, für den Mega-Power-Trank, ne? Für den Zaubertrank-Unterricht. Eine Invasion von Gnomen. Ja. Genau. In den Busch. In den Busch. Wenn du die jetzt alle da reinschmeißt, dann kriegst du wahrscheinlich diese... Na! Die ist einfach nur hochwerfen und wieder runterfallen lassen. Ach. Er zielt teilweise auch ganz woanders hin, als er hinguckt. Auch noch eben eine Kiste, die weiter oben war oder so? Ja, da oben. Genau. Da komme ich... nicht hin. Von hier nicht hin. Oder? Du wirst... Doch, Harry kann so weit springen, stimmt ja. Denn Harry ist Super Harry, Beschützer der Armen und der Bänder. Harry ist Gott. Diese ganzen Kisten, ne? Ups. Klang übelst so zumindest. Ja... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel in diesem Fall uns Muldoon zwingt, alle Bildkarten zu sammeln. Oder dass wir fast gar nicht anders können, weil die so einfach zu sammeln sind. So wie bei Harry Potter 3 für den PC, ne? Mit diesen Sternen, die man da, oder so Wappen, die man da sammeln sollte in den Abschlussprüfungen. Wo man bei Harry gar nicht weiter konnte, ohne überhaupt alles eingesammelt zu haben davon. Man könnte das nur mit Bestnote abschließen. Tja, warum? Weil die Entwickler zu faul waren, das einzusprechen und zu programmieren, für wenn du es nicht schaffst. Nein, einfach nur, weil Harry das mit 100% schaffen muss. Aber da oben ist doch auch noch was, ne?
Das sieht zumindest so aus. Vielleicht kommen wir da ja durch einen anderen Weg noch hin. Oder? Nee, hier können wir auch nicht lang, ne? Kannst du da mit Lumos vielleicht? Habe ich jetzt nicht alle Gnomen reingeworfen? Guck mal, ob du mit Lumos da bei der Wand rein kannst oder so. Jo. Lumos! Nein. Wäre zu schön gewesen. Dann guck doch nochmal, wo... Wieso geht diese Tür jetzt noch nicht auf? Ich habe doch alle Gnomen reingeworfen. Vielleicht musst du die... Vielleicht musst du die kaputt hauen. Das musst du selber da reinkriegen. Jetzt muss ich selber rein, genau. Vielleicht geht die Tür ja mit Flipendo kaputt. Das wäre sehr strange. Flipendo! Spektakulär. Das geht sogar durch den Gitterstab durch. Das hätten andere Spiele nicht gemacht. Hier ist auch keine Geheimtür, ne? Hinterm Wasserfall. Nö. Wenn ja. da einer gewesen wäre... Ach, da ist ja noch einer. Der hat dich gleich richtig angerülpst. Der hat Rennauto gespielt. Und dabei gerülpst. Ja. Der hat Busfahrer. Rülpsendes Rennauto. Der hat einen asozialen Busfahrer. Jetzt auch für PlayStation 4. Rülpsendes Rennauto. Das beste Spiel ever. Ja. Du fährst einfach nur ein Auto und statt ein Motorengeräusch hörst du die ganze Zeit so... Bei dem Spiel merkst du dann, was die Next-Gen-Konsolen ausmacht. Ne? Ja. Mit qualitativ hochwertigen Rülpsen. Und das geht dann eigentlich nur... verschiedenen Promis eingerülpst. Ja, das geht dann eigentlich nur... Das Auto fährt nur so lange, wie halt ein Mensch rülpsen kann. Und danach ist das Spiel vorbei. Oh, und wer länger rülpsen kann, der hat gewonnen. Funktioniert dann mit diesen SingStar-Mikrofonen. Da muss man da reinrülpsen. Genau, das hat so eine Sounderkennung nach Rülpsen. Und dann, wenn ein Rülpser vorbei ist, dann damit fährst du dann, ja. Wieso kann ich mir das wirklich so vorstellen? Da sitzt er da. Und das Auto bewegt sich immer so. Stell dir vor, du siehst wirklich Leute so. Sag mal, von wo kamen wir? Wir kamen von hier, ne? Ja. Was ist das dann hier? Ein Weg. Vielleicht den wir gar nicht gehen können. Ach so, ich dachte, vielleicht findest du in diesem Garten ja noch andere Zutaten für den Bauerntrank. Nee, hier müssen wir wahrscheinlich aber immer wieder hin, um was für den Mega-Bauertrank zu holen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Dumbledore! Der darauf so geil ist, dass alle krepieren. Und Harry guckt wieder auf Rons Arsch. 2D-Textur vom Baum, die verschwindet. Ja. Ich bin ein Zauberer, ich kann Sachen verschwinden lassen. Und dabei dein Ohr so komisch halten. Ja, was sagst du da? Ich hab was gefunden. Toll. Eine Ausgabe von Theorie der Magie von Adalbert Schwafel. Jetzt muss ich es nur noch in den Gemeinschaftsraum bringen. Ah, das war wegen für schwarzes Brett, ne? Schwarzes Brett. Weil wegen schwarzes Brett. Da ist Hagrid und sein halber Fuß schwebt. Nicht nur der halbe. Ja, ja. Das ist wieder diese typische Kamera, ne? Will er nicht mehr reden? Das war gerade so richtig. Er wirkt an sich ein bisschen eingefügt in diese Welt gerade. Die Kamera auch, ne? Ja. Er spritzt ab, nee. Ich finde, Hagrid wirkt ein wenig eingefügt in Harry. Warte Wenn mal. Du verstehst, was ich meine. Ich meine damit, dass er hässlich dargestellt ist. Wir können hier gar nicht mehr durch die Büsche durch. Ist ja dusselig. Weißt du noch, im zweiten Teil war hier dusselig. So ein Loch, wo man reinkriechen konnte. Das ist jetzt weg. Vielleicht haben sie festgestellt, wie sinnlos dieses Loch ist und gedacht, oh, das packen wir jetzt wieder raus. Wieso? Im zweiten Teil war da eins? Ja, da konnte man rein und da war einfach gar nichts hinter. Außer einem unnötigen Raum. Das ist erst im zweiten Schuljahr da gewesen. Und im dritten macht es dann Sinn. Genau. Genau so. Hast du jemals die PlayStation-Fassung vom dritten Teil gespielt? PlayStation 2-Fassung meinst du? Mhm. Ja, aber nie durchgespielt. Ich bin immer bei der Dementorenprüfung oder nein, bei der Expecto Patronenprüfung bin ich immer durchgefallen. Sieht das Schloss da auch genauso aus wie? Nee, das sieht da anders aus, mehr so wie im Film. Also ist da kein. Nein. Kein Loch. Da sind diese Gewächshäuser nicht mal
Gewächshäuser nicht mal so in der Form vorhanden. Oh, buh. Weißt du, kein Ladebildschirm. Irgendwie ist das Schloss ganz schön verlassen. Da ist nur eine Person. Draußen war auch keiner. Willst du eine Bildkarte tauschen, Harry? Irgendwie nervt mich das voll. Dass wir keine Ladebildschirme mehr hatten. Da konnte man so viel Scheiße machen. Da konnte man immer so viel Scheiße machen. Haben wir ja jetzt durch die Rumlaufzeiten, ne? Ja, die hatten wir in einem anderen Teil zusätzlich noch. Ja, hatten wir richtig viel Zeit zum Labern. Aber ich glaube, da war das Schloss belebter. Im zweiten Teil. Sonst, naja, hier ist es eigentlich sonst belebter, aber jetzt gerade irgendwie nicht so, ne? Also hier unten haben wir jetzt wenigstens ein paar Schüler. Boah, da, da, da. Was musst du jetzt? Stimmt, eigentlich es war dadurch belebter, dass da dass dauernd irgendwas kam von wegen. Komm. Komm zu mir. Lass mich. Nein, da liefen an sich mehrere Schülergruppen und so rum. Den bist du doch so ins Gesicht geflogen mit dem Besen und so. Ja, ist zum Teil jetzt aber auch noch so. Besuche Hagrid in seiner Hütte, haben wir getan. Kannst du noch das war's. Ach, wir können einfach den Tag beenden. Ja, machen wir das doch. Ich hätte noch zu Fred und George gehen sollen und was kaufen sollen. Kannst du es nicht immer noch machen? Ja, wahrscheinlich, weil wir uns jetzt nachts nochmal rausschleichen müssen. Ach, jetzt haben wir keinen Dumbledore, der uns das alles vorsagt. Und wir werden jetzt schon genannt. 80. In der Reihenfolge, wie es am höchsten ist, oder was? 38. Da kam sonst immer erst Slytherin Gryffindor. Ist schlechter als Gryffindor. Die Reihenfolge ist ganz anders. Sonst hatte ich das Gefühl, war die Musik abgestimmt. Jedenfalls ist Hufflepuff nicht lila. Ja.